Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda quält sich. Und heute ist mal wieder ein Gameboy-Titel dran. Und zwar Populous für den Gameboy. Und zwar der gute The Marvee 25 hat sich das gewünscht. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass dieses Spiel auf den Gameboy portiert wurde. Es klingt schon irgendwie so mega absurd. Populous ist ja auf den Heimcomputer bzw. auf dem PC gestartet von der großen Entwicklerlegende Molyneux. Wenn ich das jetzt gerade nicht irgendwie komplett durcheinander bringe, war Molyneux, ne? Der Gründer der Gottspiele, der ja auch danach noch einige andere Spiele gemacht hat, wie zum Beispiel Black and White und so weiter. Da ist ja sehr umtriebige Entwicklerlegende, die man nicht mehr unbedingt so alles glauben mag, sage ich mal. Und er hat dieses Spiel erstellt. Und zwar spielt er dort einen Gott und steuert quasi indirekt euer Volk, baut halt auf und so weiter. Maussteuerung und so weiter war damals auf dem Computer natürlich Standard und hat auch gut funktioniert. Jetzt ist es auf den Gameboy portiert worden, auf dieses Ding mit einem Steuerkreuz und zwei Tasten. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, wie es sich spielt. Und es gibt aber immerhin ein Tutorial, sehe ich gerade, und ich würde sagen, wir gucken da einfach mal rein. Wie man sieht, ist die Grafik sehr spartanisch, was verständlich ist. Aber die Steuerung geht mir jetzt schon auf den Keks. Weil wenn man nach oben oder nach unten drückt, dann geht es halt schräg, weil die Ansicht ja isometrisch ist. Aber eigentlich wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass jetzt, ne, das halt auch runter geht. Also, es ist wieder eins dieser Spiele, wie diese isometrischen Gameboy-Spiele, wo man am besten den Gameboy schräg hält, damit man die entsprechende, Richtung hat. Ha, okay. Also ich würde sagen, dafür, dass es ein Tutorial ist, wird hier ziemlich wenig erklärt gerade. So, wie wähle ich die jetzt hier aus? Jo. Also, ihr habt genauso wie ich gelesen, Tutorial, ne? Drückst du einfach mal Select, okay, da ist die Karte. Okay. Start. Kann ich aus verschiedene Sachen auswählen. Also, ich würde mal sagen, heute würde man ein Tutorial anders gestalten. Ich meine, diese modernen Tutorials, wo ein drücke C oder Steuerung zum Ducken, hier zum Schleichen und sowas, was man kennt, das ist schon nervig. Aber jetzt hier so gar nichts erklären. Okay. Und irgendwie ist die Musik weg. Sie haben keinen Ton. Im Spiel gibt es keinen Ton. Weil bei die Menümusik, ne, die war ja so bedeutungsschwanger und hat so ein bisschen Stimmung aufgebaut. Aber jetzt gar nichts. Okay. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe ein Haus gebaut, wo jetzt eine Pixelfigur versucht hinzurennen. Ich habe keine Ahnung. Das ist noch ein Haus? Ja, cool, Leute. Also, dass dieser Bildschirmausschnitt jetzt auch so klein war. Ich glaube, die PC-Version damals habe ich gespielt, aber ist ewig her. Viel, viel größer war der Ausschnitt jetzt auch nicht als das, weil die Technik das halt einfach nicht hergab. Aber das ist hier schon wirklich sehr spartanisch, ne? Und ganz ehrlich, diese Karte hier, da blinkt irgendwas oben. Die ist jetzt auch nicht zielführend. Vor allen Dingen, ich komme mit diesem Steuerkreuz nicht klar. Dass man, hier, ne? Ich zeig's euch mal. Ne, mein wunderbarer Gameboy, den ich hier wieder als Controller benutze. Hier ist die Taste nach oben. Dann geht die schräg nach oben. Und drückt man unten, logischerweise so. Ich finde es halt so mega unintuitiv. Ist das ein Wort? Ja. Hab ich beschlossen. Ist ein Wort, das zu steuern. Also ich werde hier auf jeden Fall nicht vernünftig hinkriegen. Ich finde es halt schade, dass das hier noch nicht mal irgendeine Art Hintergrundmusik da ist, um hier so ein bisschen Stimmung wenigstens aufzubauen. Nein. Wurde sich gespart. Okay, ich gucke mal. Ist das alles kryptisch? Hier braucht man wirklich das Handbuch, oder? Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich versuche ja immer dieses Gefühl irgendwie aufzubauen
ihr habt euch das Modul damals von einem Schulkumpel geliehen, ihr packt's rein und legt los, ne? Wir hatten alle damals keine Englischkenntnisse und wir haben einfach rumprobiert. Aber das ist jetzt so kryptisch hier. Okay, das ist wahrscheinlich hier, kann ich Wasser machen? Ich gucke mal. Oder auch nicht. Okay. Hier kann ich Vulkan, ist das wahrscheinlich? Auch nicht. Hier kann ich wahrscheinlich Befehle sagen, kämpfen. Aber das kann ich nicht auswählen. Häuser bauen. Also man muss doch hier die Landschaft quasi formen, dass sich hier die netten Mannequins hier schön ansiedeln. Ne? Das heißt, ich würde sagen, wir machen das mal etwas höher. Wir versuchen es mal jetzt ganz an ein ganz einfaches Ziel zu setzen. Mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen. So, das ist ein Tempel wahrscheinlich oder irgendwie sowas in der Art. Das, keine Ahnung. Das tot machen, das ist ein Feuerball. Ich werfe einen Feuerball drauf. Klappt gut. Oder muss ich das... Weil das erste habe ich ja noch ausgewählt, ne? Es funktioniert einfach so null. Es funktioniert null. Und diese Pixelgrafik, ich meine, es ist natürlich schon sehr ambitioniert, dass es überhaupt versucht haben, oder auch gemacht haben offensichtlich, auf den Gameboy zu portieren. Aber guckt euch das doch mal an. Ist das jetzt, wo der Mauszeiger den nächsten Mal drauf zeigt? Ist das jetzt Wasser? Ist das Wasser? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme es mal an. Da ist noch ein Hütchen. Boah. Wie wähle ich denn jetzt einen Feuerball aus? Ach, so. Jetzt habe ich da oben links einen Feuerball. Jetzt muss ich ihn ja irgendwie anwenden können. Ich würde mal sagen, dass da oben sind wahrscheinlich meine Hoshis. Da unten sind noch viele andere. Okay. Dann gehe ich mal nach... Ach, durch die Karte kann ich irgendwo hinspringen. Immerhin gut. So, wisst ihr was? Bäm! Ich will doch nur einen Feuerball auf die machen. Warum geht das denn nicht? Warum ist das ein Tutorial? Raff ich auch nicht. Wer hat sich hier jetzt der Mauszeiger verändert? Warum auch immer. Bleibt auch dabei. Ich wähle es aus, aber... Wahrscheinlich habe ich nicht genug Glaubensenergie oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Tutorial heißt hier in dem Sinne wahrscheinlich auch wirklich nur... Hey, es greift dich jetzt aktiv keiner an oder irgendwie sowas, ne? Also, ohne Handbuch... ist das Spiel definitiv nichts. Das kann ich euch schon mal versprechen. Das könnt ihr komplett vergessen. Und ich glaube auch mit... Das soll Spaß machen. Ich weiß nicht, ob ich mich da als Kind die Geduld hätte. Und ich hatte schon ziemlich viel Geduld. Ich habe mich versucht, in viele Spiele reinzufuchsen, weil wir hatten ja damals nichts. Aber ich glaube, hier hätte ich absolut null Geduld gehabt. Aber wirklich gar keine Geduld. Ganz ehrlich, ich würde hier auch fast das Video beenden, weil, ganz ehrlich... Oh! Ich habe ein Erdbeben ausgelöst. Ist doch ein prima Abschluss für dieses Video. Ich habe ein Erdbeben immerhin ausgelöst. Ihr wisst, was ich meine. Und diese Stille hier... Boah, ich habe hier nichts an den Audio-Einstellungen falsch oder so. Es hat keinen Ton. Oder sind meine Kopfhörer irgendwie kaputt? Also bitte, das Spiel an sich ist gut, aber spielt's nicht auf den Gameboy. Bitte nicht. Sehr ambitioniert, aber es ist faszinierend, dass sie es überhaupt irgendwie geschafft haben. Aber nein,
Nein, es muss nicht alles portiert werden. Trotzdem, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.